Wunderschönen guten Bonjour, hier ist Daniel für Geeks Live Luxemburg. Wir haben hier einen von den stärksten Männern, von der stärkste Mann aus ganz Luxemburg. Wen bist du? Ich bin George Christen. Okay, ich habe den George Christen nicht kennt, hat Luxemburg Geschichte irgendwie nicht mal verfolgt. Ganz kurzes kleines Resümee, wir bringen fertig, drei Fliegerin zu halen. Das habe ich tatsächlich gemerkt 1990, das war ein von den Rekorden, die ich gemerkt habe für das Guinness-Buch. Ja. Okay, ich habe heute eine Show hier. Ich denke, ich habe schon 5 oder 6 Mal gesehen, als kleine Kanton auch mal gemacht. Letztes Jahr war ich für 20 Jahre auf der Bühne gewesen, die man am Kraut ist ja nicht. Merci. Und wer tut dich hier verschlagen und für was müsste das? Wat me schijf van schloon het pas om als je engageert die natuurlijk weer op te treden dat is jou ik merk nu mijn optreden also wereldwijd aan alle continenten en dat hij kan hier zo net wel een heemspiel en juist moet van de stad bis hij naar voren also zijn hij van de organisatoren van de steampunk convention engageert die en dat is nu dus een samenstand nog meer zonder schijf of hier zo wat een der verdeelde poer optreden te maken. Okay, sind Leute immer noch begeistert respektive oder sind keiner mehr begeistert von dem, was sie gesehen? Weil ja, wussten, sie war zuerst alle wussten, ob man schon einen Show vom George Christen gesehen ob man es. Also ich war natürlich auch noch um froh, also ich habe zwei Schauen für heute Abend mal, also den Abend, also nach die dritte, die ich mache. Ich war auch noch froh, dass noch bei den zwei Schauen nicht mehr alles voll wäre, also es waren immer immens viele Leute wären da. Also das ist immer gemischt im Publikum, sowohl die Kanner, die da sind, die Eltern, die dabei sind. Also meine Show ist ja am Anfang abgebaut, auch ein Familienprogramm, das ist nicht nur spezifisch, ist die Größe, sondern nicht ist die Klänge. Also das ist am Anfang als Familienprogramm abgebaut und das ist natürlich immer froh, wenn in anderen ganz viel Leid tut bei großer Klang. Okay, die ganze Lokalität hier eben wirklich den 3900 und das ganze, was hält denn George Christen davon, eben auch vom Anno, wie das abgezogen ist, das relativ mehr groß wie letztes Jahr ging, die Filme stehen da, was das Resümee von all den Jahren, wo du nach hier kommt? Du musst mich auch nicht an dritte Person reden. Dann tut es mir eins. Ja. Also, das Titan am Anfang, ich meine, das ist für dritt, wo ich dabei bin. Also, ich fand das wesentlich, also, so wie mir Nummer 4 kommt, dass das mehr Leute da wäre, jedenfalls, ich schon den Auftritt gemacht habe. Und auf der Seite muss ich natürlich auch die Organisatoren fragen, so wie ich schon geguckt habe, ich meine, dass es wesentlich mehr Leute da wäre, wie die anderen Jahre. Zumal sie doch noch viel mehr groß gehen. Also, es wäre die Bühne und alle die Animationen, die wären alle hier oben. Da sind ja nach innen an den Hälen, wo die Waggons an die Lokomotive stehen. Da sind ja noch Animationen. Das heißt, wenn er schon auf zwei Plätzen sind, dann sei trotzdem da raus, wenn er mehr Leute hier hat, dann kann ich mir vorstellen, dass die gute Leute, die mehr Leute da sind. Und das ist ja auch das Steampunk Convention, die hier in Luxemburg, also weil eine von den größten, eigentlich Europa, ist nicht sogar weltweit, eine von den größten, weil mittlerweile gehen. Und ich finde das immens flott, dass die Organisatoren hier so einen Durchbruch gemacht haben, mit etwas, wo sonst aus der Dienstzeit am Anfang als Steampunk sonst nie kam. Ja, weil wenn man guckt, es sind viele große Medien, auch aus Luxemburg hier. Es sind da Leute aus Deutschland, Luxemburg, Frankreich, Belgisch, Holland, England, aus dem Ostblock sind da. Es sind immer mehr Leute, die hinkommen, aber auch tatsächlich Geschäfte machen. Ich kann nicht mehr gucken, auch kaufen. Aber, gibst du dich tatsächlich auch dafür Kindern durchringen, dass also auch ich kann das machen, etwas zusammenzubauen, so ein Kostüm oder so etwas? Oh, so mal, das lohnt vielleicht nicht gerade mein Fahrrad. Also ich fand die Sachen immens flott. Also ich meine, die Sachen, die ich schon mache, sind auch ziemlich anachronistisch. Das heißt, die Kraft, ob die ich mache, das wären auch die hauptsächlich eine Aktion, die hauptsächlich populär war Ende 19. Jahrhundert, so 1990. Aber wenn ihr das Steampunk guckt, wie das oft dann irgendwas resümiert wird, das heißt, das oft genannt so the future from yesterday, das wir am Anfang geholt, weiß ich, 400 Jahre oder für mehr wie 100 Jahre Zukunft 4 gestalten. Das heißt, es war futuristisch Gedanke von der Zeit und nach immer kombiniert mit Material und Ustensilien, die derzeit benutzt sind. Das heißt, ja, es wurde nach immer ganz viele Sachen, die so mit nicht gemerkt haben, wie das Haus das konnte mir gemerkt hat, mit die derzeit futuristisch gedurcht werden. Wie ich stehe, ich hat Steampunk, ich konnte mir derzeit gut nicht davon vorstellen, sie hatten mich engagiert dafür. Und du kannst mich noch erinnern, das war ein bisschen so wie dem Jules Verne sein Bücher, Vingt Milieux sous les Mers oder Tres op de Mond von Jules Verne. Also das doch am Jules Verne hat ihn am Anfang geholt, so den Steampunk-Rim am Anfang für dich kennengelernt. Ja, dann, was muss ich machen, um wieder stark zu gehen? Ganz viel Fleisch essen oder geht das auch schon mit Gemüse?
Ich meine, das ist ja logisch, so beim Fleisch ist es, weil es sind ja strenge Vegetarier, das sind da über 30 Jahre. Sie werden nennen Ovo-Lacto-Vegetarier, das ist kein Fleisch, auch kein Fisch. Weil ich immer so, dass Menschen nicht aus Gesundheit machen, doch nicht aus Regime. Bei mir ist streng eine Lebensphilosophie so, und wenn ich kann gemäß das rumfahren, was ich alles brauche, wie mein Kraft oder mein normales Leben, da brauche ich nicht für einen zusätzlichen Geschmack bei meiner Mahlzeit, brauche ich keine Dinge zu machen. Das ist mein Leben. Philosophie, wo wir Vegetarier sind. Also du weißt, meine Kraft, die Hunde schon noch 53 Jahre, schon noch dieselbe Kraft wie mit 25, dann sind schon lieber 30 Jahre Vegetarier. Ich meine, da kann kein so ein Fleisch essen, hat irgendwie geschaut. Ich muss just wissen, wie sie sich ernährt. Und da sieht man, da kann auch ein starker Mann sein. Oder Frau, das weiß ich ja nie. Ich sage, merci, George. Ja, merci dir auch. Und amüsiert sich noch gut. Willst du eine Person zum Schluss, wo kann ich in den Spruchen gesehen, etc. pp? Bah, ich gebe vielleicht Menge für alle Informationen von dem Jean-Bestand auf meinem Site, www.george-christen.com. Und auf Facebook, da sind ich ein bisschen Männer aktiv, mit auch von den Wochen regelmäßig. Oder sporadisch zeggen voor mij. But now I'm at your rocket chest.